Moin, moin und willkommen zurück zu Hardcore Kerbal. Und nachdem wir den Livestream abgeschlossen haben und unsere R&D-Facility da ein bisschen gestreikt hat, gucken wir da jetzt nochmal rein. Also ich habe ja jetzt für die nächste 160-Punkte-Stufe im Prinzip genug Science-Punkte da. Ich will es jetzt aber gar nicht entscheiden, sondern ich werde euch mal vorstellen, was es gibt. Und ihr könnt mir dann einfach in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten nehmen würdet. Und ich würde sagen, das mit den meisten Kommentaren gewinnt dann einfach. Und das schalten wir uns als nächstes frei. Also es gibt Heavier Rocketry, da gibt es große Container und vor allen Dingen gibt es da das Mainsail und das Twinbore Fuel Engine. Also das sind beides Antriebe, die vor allen Dingen viel Bums haben mit wenig Einzelantriebwerken. Dann gibt es die Precision Propulsion, also kleine Antriebe und so kleine Separatron Blaster, Monopropellant Engine und so weiter. Dann gibt es die Advanced Fuel Systems, das wären endlich mal runde RCS Tanks, das wäre ein Connector Port für, ich glaube, Winden und sowas, und das wäre der große orange Fuel Tank. Dann haben wir die Actuators. Da ist ein weiteres Experiment mit dabei, was aber nur bei Asteroiden funktioniert. Also das kommt von Orbital Science. Und wir haben die Grabbing Unit und wir haben so Kirby Trail Expando Tubes, also Verbinder, um Siedlungssachen zusammenzubauen. Dann haben wir natürlich den Supersonic Flight. Da hätten wir das MK2 Cockpit und den Panther Afterburning Turbofan. Also das erste richtig, wie soll ich sagen, überschallfähige Jettriebwerk, was man so kriegen kann. Dann Aerodynamic Star, viele, viele Treibflächen. Ah, Tragflächen. Genau, Tragflächen heißt es. Interessant, denke ich mal, sind hier die Airbrakes natürlich, mit denen man eventuell ein bisschen bremsen könnte. Dann haben wir einen großen Heat Shield, die großen Beine, einen großen Drog Shoot und Medium Landing Gear. Und wir kriegen als nächstes noch Specialized Controls mit einem Anker, einem Real Shoot Nasendingsbums, Real Shoot flaches Teil. Das ist ganz cool, kennt ihr ja sicherlich schon aus meinen anderen Let's Plays, das Fly-by-Wire Avionics Hub. Damit kann quasi jeder Kerbal all das hier, weil das das quasi anbietet. Ein großes Reaction Wheel und große Monopropellant-Tanks und Vena Engine. Und ich glaube, da unten ist dann noch eine Sache, genau, Precision Engineering, da ist auch nochmal ein orbitales Experiment mit dabei, also einmal in der Variante für Universal Storage und einmal in der Variante normal. Dann gibt es Sprengstoff, einen weiteren Probe Core, einen der, was kann der? Prograde Retrograde Hold kann der, jawohl. Und ein bisschen Bastelzeugs. So, und jetzt überlegt euch einfach mal, was ihr haben wollt. Schreibt das in die Kommentare und ich kümmere mich so lange mal um weitere Science-Punkte. Aber erstmal wollen wir Aufträge dafür haben. Und zwar, also, was wir noch machen müssen, ach doch, das können wir ja auch genau hier nachgucken. Wir müssen unseren VIP nochmal in den Orbit um den Mond bringen. Das sind nochmal knappe 4000 und dann das Ding komplett beenden, dann haben wir insgesamt nochmal etwas mehr als 27.000, also 27.300 Credits, die wir dafür bekommen. Wir haben hier das noch offen, also ich will auf jeden Fall nochmal zum Mond zurück, um jetzt gleich mal das festzuschnüren, um das fertig zu machen. Das heißt, wir haben 27.000 plus 30.000, 40.000 plus das hier sind wir bei 120.000 um und bei, die wir ausgeben können, plus was man eventuell noch so finden kann. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir mal. So, Surface of the Moon, Flag on the Moon ist nicht so interessant. New Orbital Station on a Solar Orbit. Ich glaube nicht, dass wir die demnächst annehmen werden. Moon ist okay. Wherewise Kerman from Orbit of Kerbin retten. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Das könnte man auch mal bei Gelegenheit machen. Ich würde sagen, drei habe ich frei. Jetzt lasst uns erstmal gucken.
Build a new orbital station around Minmus. Das würde ich sagen, nehme ich schon mal an, weil eine orbital station um Minmus, die möchte ich so oder so bauen, weil wir wollen da später mal tanken können. Und Minmus ist ideal dafür. Wir können zwar jetzt dieses ISU-Zeug noch nicht machen, aber der Auftrag ist cool. Und wenn wir den haben, haben wir 19 Jahre Zeit, ihn zu erledigen. So, dann haben wir noch zwei frei. Rescue Werewolf Kerman. Ja, lass uns den noch mit annehmen, ne? Dann können wir mal wieder noch einen Körper mit reinbringen. Zack. Auf die Surface runter wollten wir eigentlich nicht. Das heißt, ich lasse es jetzt erstmal dabei. Dann haben wir noch einen frei. So, ich habe übrigens noch zwei neue Kerbals am Start. Das ist einmal der Freedom Kerman und einmal der Kalle Kerman. Das sind die beiden, die wir im Livestream gerettet haben von Minmus. Also es wird hier langsam richtig voll. Ja. Wer ist denn hier drauf gegangen? Ach ja, Tibella ist uns ja draufgegangen in der Explosion. Jetzt erinnere ich mich, warum es jetzt vier sind. Ja, das stimmt. Ja, und Ziggy Kerman ist noch unser Tourist und noch unterwegs. So, und jetzt möchte ich gerne den Flug zum Mond damit kombinieren, dass wir auf jeden Fall auch noch das Maximum an Science rausholen. Und dafür möchte ich gerne heute mal ein bisschen weiter engineeren. Und zwar auf Basis der eierlegenden Wollmilchsau, die ich prinzipiell gar nicht falsch fand, von der Kapsel her zumindest. Würde ich gerne noch ein bisschen was tun. Und zwar, ein paar Sachen würde ich, glaube ich, abbauen erstmal. Und ich würde es vor allen Dingen auch ein bisschen nach unten verlegen, damit wir mal ordentlich bauen können. Denn ich möchte gerne ein paar Sachen konzeptionell ändern. Das Ding war prinzipiell ganz cool. Ich möchte aber daraus gerne so eine Art Orion-Klon machen und habe mir dazu auch schon ein bisschen was überlegt. Ein paar Probeläufe gemacht, wie es funktionieren könnte. Das zeige ich euch jetzt mal. Also, Launch Escape System ist prinzipiell eine gute Sache. Auch so ein Teil ist prinzipiell eine gute Sache. Was aber auch noch eine gute Sache ist, jetzt lasst mich mal hier gucken. Das Ding da weg. Das hier brauchen wir nicht. Ich will eine 3-Mann-Kapsel oder ich will ein 3-Körbel-Kapselsystem schaffen. Das hier wird so die Basis dafür, also 3-Körbel-Kapsel mit, also die MK12 Command Pod-Geschichte mit einem Reaction Control Wheel und ich bereite es schon mal vor, einem umgedrehten Fairing oben drauf. Warum? Seht ihr dann gleich noch. So, und dann möchte ich gerne, und dann machen wir jetzt mal alles ab, da unten drunter ein bisschen Platz schaffen, damit wir eine gute, sehr, sehr gute, science-fähige, aber auch wiedereintrittsfähige. Was habe ich jetzt weggebaut? Achso, hier sind die ganzen Dinger drin. So, zack. Wiedereintrittsfähige Kapsel. Und dafür nehmen wir uns mal zwei so Octocores. So, also das wird quasi die Lage oben drüber. So, wo ist denn jetzt? Ich hatte doch eben noch ein Heat Shield rumfliegen. Hatte ich doch, ne? Wo ist denn jetzt hin? Da. Heat Shield unten drunter. Also das soll die Gesamtkapsel werden. Obendrauf kommt natürlich wieder Air und obendrauf kommt natürlich auch wieder Air. So, weil das können wir schon mal so lassen. Das stelle ich eigentlich gar nicht in Frage. Das Escape-System ist eigentlich gut. So, jetzt gucken wir mal, was wir auf jeden Fall brauchen werden. Ich fange jetzt mal mit den Sachen an. Also, wir brauchen auf jeden Fall. Kann ich nicht hochdrehen? Kann ich nicht hochdrehen. Interessant. Okay. Dann muss ich die manuell setzen. Wir brauchen auf jeden Fall Solarpanels. Und weil ich ja jetzt sagte, ich möchte eigentlich eine Kapsel halt haben, die ruhig ein bisschen Kohle kosten darf, die ich aber komplett mit ihrem Inhalt wieder zurückbringen möchte, machen wir jetzt mal Folgendes. Wir bereiten das hier so weit vor, dass wir unsere Solarpanels nicht mehr außen ran flatschen, wo sie ja tendenziell, wenn sie nicht irgendwo im Schatten liegen oder sowas, beim Wiedereintritt auch immer so ein bisschen gefährdet sind, sondern wir nutzen die Möglichkeit, uns diese Science Space hier einfach zu nehmen. Jetzt lass mich mal gucken, ob das funktioniert von der Größe her mit denen hier. Oder ob das zu viel des Guten wird. Ah, das ist fast so viel des Guten, ne?
440, das passt nicht. Das passt leider nicht. Da kriegen wir sie aufrecht rein. Also ich will halt nicht, dass sie unter dem Heatschild rausragen. So. So sind sie dann aber auch irgendwie halb im nächsten Experiment drin, obwohl es eigentlich nicht schadet, ne? Mal gucken, wenn das funktioniert, warum nicht? Wir machen gleich mal einen Testlauf dafür. Zack. Also quasi so. Immer schön bündig mit der oberen Kante unseres Containers. Zack. Dann können wir die nämlich auch wieder mit reinnehmen. So. Gut. Sehr schön. Also falls ihr die Orion-Kapsel schon mal gesehen habt, die sieht halt auch sehr ähnlich zu diesem System aus. Oh, ich hoffe, dass das funktioniert dann nachher. Das müssen wir dann mal einem Testlauf unterziehen, das Ganze. Bevor wir das erstmal damit fliegen. Also wir werden die Kapsel gleich einmal im Trockenen testen. So, und jetzt möchte ich nämlich das, was ich so brauche, also ein bisschen System auch hinter die ganze Geschichte bringen, nämlich alles, was passiv ist, soll in die untere Sache runter, also mein Foodbag, davon brauche ich erfahrungsgemäß ja dann 2 Stück, zack, soll runter, dann brauche ich einmal Wasser. Ja. Genau, und dann brauchen wir einmal Oxygen. So, das sind quasi die ganzen passiven Sachen. Und jetzt kommen oben rein die aktiveren. Ich hatte irgendwo so ein Wasserreinigungsding, Water Purifier. Den setze ich direkt über eine Solarzelle, einfach damit ich ihn gut wiederfinden kann. So, und jetzt kommen eigentlich die ganzen Experimente, die ich gerne so einbauen würde. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, ein passives Ding, was ich noch einbauen muss. Das sind nämlich die Batterien. Obwohl ich könnte eigentlich auch einfach sagen, lasst uns doch Folgendes machen. Die hat eh ein bisschen mehr Bums, glaube ich, ne? Die hat 200 Charge, die hat 100 Charge. Ach, die hat sogar, das ist sogar die hier, ne? 1000 Charge, ja, sehr schön. Lasst uns das so bauen. Zack. Da schadet die am allerwenigsten, weil da ist sie gut aufgehoben. Wir brauchen auf jeden Fall diesen Strom. Und ein bisschen mehr Puffer ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das war mir ein bisschen zu knapp mit den 3 Batterien. So, das gibt uns sogar noch mehr Platz für Science-Experimente. Und jetzt gucken wir mal, was Sinn macht. Also, fangen wir mal an von vorne. Magnetoroboom. So, und jetzt müssen wir mal hier irgendwie zack, zack. Also das sagt hier unten, Scanning Mode Surface, das nutzt uns nicht so viel. Only in Orbit, das ist cool. Multispektral Imaging Platform. Achso, aber das ist ein Resource Scanner, oder? Use to study the surface and composition of planets. Ja, kann man überdenken, was kostet das freizuschalten? 18.000 lassen wir erstmal. Mystery Goo Containment Unit, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil dann haben wir endlich eine Möglichkeit, Mystery Goo in so einen Container zu verpacken. Zack. Dann haben wir hier das Orbital Teleskop. Bauen wir vielleicht mal nicht über eine Solarzelle. Wer weiß, ob das so gut ist. Was haben wir hier? Press Smart Too Hot Thermometer. Warum nicht? Warum nicht? So, die können hier rein. Ist ja witzig, gibt es die echt auch als Dings, oder? Sehr, sehr cool. Hallo. Achso, ja, das ist wahrscheinlich nur dann möglich, wenn man auch mit der Kapsel tatsächlich draußen ist. So, was haben wir noch? Wir haben einmal den Science Junior, den nehmen wir natürlich auch mit. Soil Moisture Scanner, das klingt eher nach Atmosphäre. Ja, Atmosphäre, Ozean, Wasser, also Feuchtigkeitsscanner, den werden wir nicht... Ja, werden wir den mitnehmen? Eigentlich ist er ja auch nicht schlecht, ne? Es ist noch ein Experiment. Okay, jetzt schauen wir es mal hier. Solarpartikelkollektor, das klingt richtig cool. Den nehmen wir auf jeden Fall auch mal mit. So, und wie viel haben wir da noch frei? 2 Stück. Okay, dann haben wir noch 2 Stück frei. Ich glaube, es gab noch... Jetzt lasst mich mal gucken.
War immer so, als gäbe es noch eine Box. Ah, da ist sie doch, guck mal. Ein KISS-Container. Das ist natürlich für uns recht praktisch. Da wir ja KISS benutzen, können wir dann hier nämlich Dinge reinpacken. Das hat zwar nur 210 Liter, aber 210 Liter ist besser zu haben als zu brauchen. So, und dann haben wir noch eine Sektion übrig. Eine Sektion übrig. Könnt jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Essen mitnehmen. Aber ich will eigentlich aktive Sachen da oben hinballern. Wisst ihr was? Ich baue da jetzt einfach mal erstmal ein Science Bay hin. Oder wollen wir noch einen KISS-Container mitnehmen? Ich weiß es gar nicht. Science Bay klingt, glaube ich, nicht schlecht. Und jetzt, da wir momentan nichts Sinnvolleres haben, packe ich da noch ein bisschen Batteriepuffer rein. Das hilft uns auf jeden Fall. Auch wenn das jetzt erstmal Firlefanz ist. Aber es sind halt nochmal ein paar Stunden mehr Strom. Und haben es da ja bekanntlich besser als brauchen. So. Das wäre dann quasi hier so unsere Kapsel in der Theorie. Und mit der würden wir uns im Orbit... Ach, jetzt fällt mir was ein, was wir machen können. Ha, was wir auch noch brauchen tatsächlich. Und zwar ist das ein Monoprop-Tank. Lasst uns einen Monoprop-Tank mitnehmen. Das erhöht nämlich tatsächlich doch deutlich unsere Reichweite mit Monopropellant-Triebwerken. Tadadada. Die nehmen wir uns jetzt nämlich noch mit. Und zwar 4 Stück. Die packen wir an die Ebene, wo keine Solarzellen sind, damit uns das nicht behindert. Und wir nicht die Solarzellen kaputt machen. Sondern drehen wir die... Oh, das funktioniert von frontal nicht so gut. So. Sehr schön. Und jetzt schieben wir die noch ein bisschen hoch. Und rotieren sie noch einen Ticken rein. So. Damit haben wir nämlich schön Monopropellant und zwar auch mit einer ausreichenden Menge, denn wir haben jetzt 50 Einheiten mit dabei. Damit können wir auf jeden Fall ein bisschen auch rumfliegen mit der Kapsel und zum Beispiel so einen Wiedereintrittswinkel korrigieren und solche Geschichten. Das ist schon mal ganz praktisch. So, wir brauchen dann natürlich auf jeden Fall noch eine Funkverbindung und ich würde jetzt mal sagen, für unser hier Orbitalgetüdel, was wir im Moment machen, sollte eigentlich das hier reichen mit 50 Millionen Metern. Wenn nicht, nehme ich gerne dann Beschwerden entgegen, wenn die Funkverbindung nicht zustande kommt, aber eigentlich müsste das reichen. Eigentlich schon. So, lasst mich überlegen. Wir brauchen Fallschirme auf jeden Fall noch. Und zwar zweimal Dropshoots. Die würde ich gern auf jeden Fall mitnehmen. Und die würde ich wahrscheinlich hier oben hinbauen. Zack. Und dann von denen hier. Das sind die Radial Shoots. Muss jetzt mal gucken. Da möchte ich vor allen Dingen nicht den Eingang mit Zugleistern, aber auch keine Fenster. Muss jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Ja, das sieht doch gut aus. Guck, dann haben wir hier nämlich dann 3 normale Shoots. Das sollte eigentlich auch gut hinhauen. Und jetzt brauchen wir noch die Action Group Light. So, Action Group Light sollten immer die Panels, Toggle Panel und die dazu passende Tür sein. Toggle Bay Doors. Toggle Bay Doors. Toggle Panel. Nicht richtig. Toggle Bay Doors. Toggle Panels. So, und last but not least. Toggle Bay Doors. Toggle Panels. Ist jetzt gerade natürlich ein bisschen nervig, aber wir haben jetzt eigentlich alle drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das müssten alle sein. Und damit, und jetzt muss ich es mal einmal zumachen. So blöd das jetzt auch ist, aber damit können wir sie dann hoffentlich hin und her schalten. Das testen wir jetzt gleich im Probelauf.
mit der Kapsel, ob das so funktioniert. So, und jetzt haben wir knappe 50.000, so einen knappen Ticken drüber, die wir ausgegeben haben für diese Kapsel. Aber müssten im Prinzip auch die Möglichkeit haben, also mir fällt jetzt zumindest wenig ein, was nicht recoverbar wäre. So, jetzt kommt unten drunter dann quasi noch das Raumschiff dazu und da würde ich, glaube ich, ein bisschen größer gehen wollen als in der letzten Variante. Ich würde, glaube ich, das nehmen plus ein Triebwerk. Dann haben wir nämlich 2500 Delta-V, wenn wir das nach oben in den Orbit bringen, so wie es hier gerade unterwegs ist. Und immerhin eine Thrust-Weight-Ratio von 0,83. Das ist auch nicht zu verachten. Wir haben knappe 100 Tage. Also wir haben ja einen Wasseraufbereiter. Das heißt, wir können da ein bisschen was mitmachen. Knappe 100 Tage Zeugs. Und wir haben vor allen Dingen auch einen KISS-Container, in dem wir noch Ausrüstung mitnehmen können. Also wir können auch sowas wie, weiß ich nicht, was ist ein Klassiker? Ein Docking-Port oder sowas mitnehmen, genau. Hier, Klembotron Docking Port. Nein, der ist natürlich zu groß. Na gut, this time you win. Was weiß ich, was gibt es noch Schönes? Gibt es irgendwas mit einer Tür dran? Das habe ich schon mal nachgeguckt. Ne? Saddle Tank, Supply Ready Tank. Schade, schade, schade. Wir brauchen eigentlich nur eine Tür zum Anbauen. So, oder später mal einen größeren KISS-Container noch. Ich weiß gar nicht, was wiegt denn der große KISS-Container? 0,5. Könnte man auch mal drüber nachdenken, würde ich jetzt erstmal sein lassen, weil ich weiß nicht, ob uns das nicht zu sehr in die Länge zieht. Ja, obwohl. Nimmt uns das viel Delta V raus? Nö, nicht wirklich. Wobei ich glaube, ich aber dazu tendieren würde, die Sachen dann unten zu legen, damit wir den Schwerpunkt nach unten bekommen, weil ich glaube, dass massetechnisch die Dinge uns doch weiterhelfen. Okay, das ist klar, aber Ding wir da. Ah. Oh, nicht, dass das flippt beim Wiedereintritt, ne? Das ist natürlich auch gefährlich dann. Ach ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Wie viel Inventory haben wir denn hier drin? 6.000. Ich würde sagen, wir lassen es mal für den ersten Testlauf weg. Aber könnte man mal im Hinterkopf behalten, ob man das nicht später so machen möchte. Und High Panels, dann ist das hier das obere, untere. Dann. Also haben wir natürlich von der Gesamthöhe. Ist auch nicht so viel anders, der Schwerpunkt. Na gut, müssen wir testen. Müssen wir so oder so testen. Alles klar, wir fangen mal so an. Das sieht relativ vertrauenserweckend aus. Und wir nehmen mal nur einen Piloten rein. Der Pit darf das jetzt mal sein. Weil wir jetzt einfach nur erstmal einen Trockenlauf machen. Also wir starten das Ding gar nicht. Sondern ich mache gleich noch die Action Groups alle fertig. So, und zwar gibt es noch eine Escape Action Group, also eine Abort. Die soll neben dem hier auch das da machen. Unlock Node. Ist das richtig? Ja, und von mir aus auch Decouple Node, was auch immer das richtige ist. Keine Ahnung. Ach nee, halt, 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 halt. Ah, den nicht. Du sollst den da machen. Wenn wir Emergency-Evakuation machen tatsächlich, dann wollen wir die Kapsel abspringen und den Launch Escape auslösen. Und wir wollen auf jeden Fall mit der Gear unser Fairing deployen. Das bauen wir jetzt nämlich noch. Und zwar, wir machen unseren Clamshell Fairing mit einer 500er Ejection Force, damit das ein bisschen von uns weggeht. So. Kann ich so weit planen? So weit kann ich gehen, ne? Ja. Cool. Und dann haben wir hier nämlich schön verpackt unser Raumschiff. So. Achso, und in die Abort-Sequenz müssten wir wahrscheinlich noch. In die Abort-Sequenz müssten wir wahrscheinlich noch die Fairings mit aufnehmen, ob es uns gefällt oder nicht. Die müssen weg dann, wenn wir aborten. So.
Gut, dann testen wir das mal. Also 56.000 kostet uns das gesamte Raumfahrzeug jetzt so, wie es hier steht. Jetzt gehen wir mal raus und testen unsere Action Groups durch und probieren einmal, ob das alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder ob da irgendwas ganz Fürchterliches bei passiert. Aber theoretisch müsste das okayisch hinhauen. So, wir haben auch ein bisschen Beleuchtung. Also, theoretisch macht das Gil, jawohl, unser Dings auf. Und dann gibt es die Light Action Group. Ja, die oder nicht? L. Da toggelt irgendwie kündigt jetzt. Da kommen die Solarpanels tatsächlich raus. Das scheint soweit auch zu funktionieren. Mache ich irgendwas kaputt, wenn ich das nächste aufmache? Nö. Das scheint genau hinzuhauen. Okay. Sehr schön. Okay, wir machen das mal wieder rein. Und ich würde sagen, jetzt testen wir noch einmal den Abort Mode, oder? Ob der auch tatsächlich funktioniert. Aber eigentlich muss ich den aus dem Ursprungszustand testen, ob das Fairing auch sauber weggeht. Das machen wir aus dem Ursprungszustand. So als kleines Highlight dieser Folge. Also mal gucken, ob das auch funktioniert mit dem Abort-Mode. Das wäre natürlich schön. So, die Kohle sollten wir zu 100% zurückkriegen, habe ich gelernt. Weil wir ja quasi, ja, 100% noch auf dem Dings standen, auf dem Launchpad. So, und jetzt versuchen wir uns mal zu evakuieren mit genau dem gleichen Schiff. Und das übernimmt wieder der Pit. Und zwar in dem Zustand, dass es wirklich zu ist, um einfach zu gucken, ob unser Launch Escape so funktioniert, wie er gedacht ist. Oder ob es da irgendwelche schwerwiegenden Probleme bei gibt. Weil die Chance ist ganz gut, wenn es hier jetzt schief geht, dass Pit es sogar noch überlebt und wir einfach nur ein bisschen Geld verloren haben. In diesem Sinne, ich drücke mal, ich müsste Backspace sein. Jawohl. So, ich habe alle Fallschirme rausgehauen. Oh, es knallt ganz schön. Fallschirm hat ein bisschen Probleme, aber es ist halt ein Modul kaputt gegangen. Aber wir haben auf jeden Fall einen guten Launch Escape hinbekommen, den Pit auch überlebt hat. Da könnte ich jetzt erstmal mit leben. Obwohl er mich nicht so gut weggezogen hat, wie ich das vermutet hätte. Aber ich vermute, das liegt daran, weil ich nicht nur die Kapsel ziehe, sondern weil hier unten das ganze Zusatzequipment auch. Wir haben doch schon einiges verloren, ne? Es ist alles kaputt gegangen. Also, das Launch Escape System ist natürlich im Arsch. Okay. Der Monopropellant-Tank haben wir verloren. Das Hitzeschild haben wir verloren. Ein Foodbag und ein Kiss-Container. Na ja, gut, das ist aber alles verkraftbar. Okay. Und normalerweise haben wir auch schon ein bisschen Höhe, dann kommt die Kiste auch weiß herunter. Also, die Hauptfallschirme haben jetzt nicht mehr ordentlich gezündet. Oder sind nicht mehr weit genug aufgegangen. Die Bremsfallschirme haben aber das Übelste definitiv gefangen. Das heißt, Pit kann sich ein kleines Sternchen ans Revers heften, dass das Launch-System so erstmal funktioniert. Und jetzt gucken wir mal. Die Kapsel kostet ja so um und bei 50.000. Zurückbekommen haben wir jetzt 45.000. Also 98% Value, weil wir ein bisschen vom Launchpad weg sind und ein bisschen Verlust natürlich noch, weil wir kaputt waren. So. Gut. Das heißt, wir haben eine Kapsel fürs nächste Mal, die wir auf eine Rakete draufschrauben können. Wenn ihr noch irgendwie Einwände und/oder Ideen habt, also denkt vor allen Dingen auch dran, euch zu melden, wenn ihr Input habt, für was wir forschungstechnisch freischalten wollen. Wäre das hier sonst meine Crew-Kapsel und mein Raumschiff, was ich auf eine Booster-Stage packen würde und damit gerne zum Mond fliegen? So, das machen wir dann aber in der nächsten Folge und zwar am Freitag. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, euch einen schönen Start in die Woche. Mein Name ist Robert und tschüss.